Stefan R. wollte am ersten Prozesstag weder sein Gesicht zeigen noch sich zur Tat äußern. Dabei sind die Vorwürfe gegen den 41-jährigen Lehrer kaum zu glauben. Mord aus niederen Beweggründen und Kannibalismus. Er soll im September 2020 in seiner Wohnung einen Mann auf unbekannte Weise getötet haben, um sich sexuell zu befriedigen und um anschließend Teile der Leiche zu verspeisen. Hier auf diesem Feld in Berlin-Pankow entdecken Ermittler letztes Jahr menschliche Knochen. Schnell wird klar, es handelt sich um den vermissten Monteur Stefan T. Er war 2 Monate vor dem Fund von seinen Mitbewohnern als vermisst gemeldet worden, wollte eigentlich nur zu einem Date, das er über eine Internetplattform ausgemacht hatte. Glück für die Ermittler, an dem Abend des Dates hatte Stefan T. ein Taxi genommen. Über seine Handydaten können Ermittler sein Fahrziel rekonstruieren. Von dort aus nehmen Spürhunde die Fährte auf. Die führt geradewegs in die Wohnung des jetzt angeklagten Stefan R. In der werden eine Säge und Blutspuren sichergestellt. In der Nähe findet man weitere Leichenteile. Vor Gericht als Nebenkläger die Eltern und ein Bruder des Opfers. Sie wünschen sich Gerechtigkeit und eine Erklärung. Die meisten Kannibalen oder Kannibalinnen essen jemanden auf, um die andere Person als Bindungsperson, als jemanden, den sie gerne haben, den sie mögen, in sich zu überführen und dann für immer bei sich zu haben. Bekannte beschreiben den angeklagten Lehrer als freundlich. Sollte er aufgrund von Indizien schuldig gesprochen werden, droht ihm lebenslange Haft.